Die Materialien von meiner Arbeitsgruppe befinden sich gegenwärtig in dem Zustand, dass wir nahezu ausschließlich mit LeaScript die Vorlesungsunterlagen, aber auch die Übungsinhalte vorbereiten. Und parallel gibt es Aktivitäten auch im Sprachenzentrum, Kurse in LeaScript umzusetzen und in der technischen Chemie, nur um ein Gefühl für die Breite des Ganzen zu geben. Beginnen wir zunächst mit einer generellen Fragestellung. Welchen Widerspruch spüren wir denn jetzt im Zusammenhang mit der Corona-Krise mehr denn je, wenn es um die Fragen des digitalen Lernens geht? Da haben wir ja auf der einen Seite den Wunsch, möglichst komplexe Inhalte darstellen zu können. Insbesondere in den MINT-Fächern sind das ja Simulationen, sind das entsprechende Animationen, die dem Lernenden helfen sollen, die Inhalte besser zu durchdringen. Und auf der anderen Seite steht dann aber die intuitive Nutzbarkeit. Klar, es wurde im Vortrag heute Nachmittag ja angedeutet, dass ein erheblicher Stundenaufwand in die Aufbereitung der entsprechenden Lernmaterialien zu investieren ist. Und genau dieser Trade-off zwischen der Komplexität und einer raschen Umsetzung spiegelt dann auch die verschiedenen Werkzeuge wider. Unsere Tools, die wir in der Regel einsetzen, Opal oder Moodle, stehen dabei als abstraktes Interface, das dem Lehrenden helfen soll, innerhalb eines bestimmten Korridors relativ einfach Inhalte umzusetzen, schränkt aber auch gleichzeitig ein. Eine weitergehende Möglichkeit wären schlicht und einfach die Programmierung einzelner Tools, die dann eben die notwendigen Inhalte abdecken. Ich habe hier einfach beispielhafterweise ein JavaScript-Symbol eingeblendet, um das deutlich zu machen. Die Anforderungen sind aber letztendlich damit noch nicht abgeschlossen, denn es kommt noch ein weiterer Aspekt dazu, der dann insbesondere auch auf die Frage der freien Lehre adressiert, nämlich die Überlegung nach dem unkomplizierten Austausch. Kann ich meine gesammelten, aufbereiteten Lehrmaterialien mit Kollegen, mit Partneruniversitäten einfach austauschen? Und wenn wir in die Richtung der Lernmanagementsysteme schauen, geht das nur eingeschränkt. Jeder, der mal versucht hat, einen SCORM-Kurs aus Opal nach Moodle und umgekehrt zu exportieren, weiß, was ich damit meine. Und gleichzeitig ist aber auch der Inhalt, der mit einem Programmcode umgesetzt wurde, relativ weit von einem unkomplizierten Austausch entfernt, weil man eben die notwendigen Fachkenntnisse dafür benötigt. Werfen wir einen kurzen Blick auf das Vorgehen, auf den Lösungsansatz, den die aus meiner Sicht erfolgreichste Lernplattform realisiert, die wir gegenwärtig im Markt der Angebote haben, Wikipedia. Mit Millionen von Mitautoren ist es wohl ein sehr schönes Beispiel für einen offensichtlich funktionierenden Austausch. Dies geht aber zu Lasten der komplexen Inhalte. Der Lösungsansatz von Wikipedia besteht ja schlicht und einfach darin, statische Webseiteninhalte auszuzeichnen und diese dann entsprechend anzuzeigen. Dafür wurde eine eigene Sprache, eine Ausschreibungssprache entwickelt, die es eben erlaubt, anhand, und ich habe das hier mal im Beispiel dargestellt, an einem Auszug von dem Text über die Bergakademie, die es erlaubt, anhand von bestimmten Symbolen, hier bei der Geschichte, eben die Hervorhebung als eine Überschrift erster, zweiter Ordnung darzustellen. Analoge Symbole sind eingefügt, um Referenzen auf andere Artikel, hier am Beispiel der rechteckigen Klammern, zu integrieren oder die Formatierung zu ändern. Die Grundidee, die dabei deutlich werden sollte, ist, dass wir schlicht und einfach in einem Textdokument über eine entsprechende Semantik die Darstellungsform, die Visualisierung mitbeschreiben. Und dies passiert eben in Wikipedia in einem in der Webseite integrierten Editor, sodass jedermann einen Zugriff darauf hat und an diesem interaktiven Austausch der Inhalte teilhaben kann. Die Frage ist nun, können wir diese Konzepte auch auf Lehrinhalte übertragen? Und unser Ansatz, wie gesagt, den wir seit
4 Jahren jetzt verfolgen, zielt genau in dieser Richtung. Wir wollen mit den Konzepten einer Beschreibungssprache, wie Wikipedia das Ganze benutzt, dynamische Inhalte, die zum Beispiel in JavaScript umgesetzt wird, integrieren, dabei aber auf die intuitive Nutzbarkeit besonderes Augenmerk richten. Die Erweiterung, die dafür notwendig ist, verglichen mit dem und diejenigen, die sich in dem Bereich auskennen, wird Markdown als Beschreibungssprache etwas sagen. Die Bedeutung liegt darin, dass wir zum einen eben diese Markdown-Syntax oder das Konzept von Wikipedia um die notwendigen lehrrelevanten Formate erweitert haben. Quizze, Animationen, Grafiken. Wir werden gleich einige Beispiele in dem Tutorium sehen. Das Ganze aber, und hier ist jetzt der große Unterschied, mit einer serverlosen Bearbeitung und Implementierung umgesetzt haben. Das bedeutet, anders als bei den konventionellen Lernmanagementsystemen ist es nicht notwendig, auf eine Serverinfrastruktur zurückzugreifen, sondern die Interpretation findet direkt bei Ihnen im Browser statt. Sie können also ein Dokument laden und es visualisieren. Was natürlich wichtig ist für die Akzeptanz in der Breite, ist die Integration der entsprechenden Plugins, zu denen dann eben auch Kollegen aus anderen Hochschulen beitragen, indem sie eben für spezifische Anwendung kleine Makros definieren und auf der anderen Seite dann die Integration über die notwendigen Schnittstellen in die Lernmanagementsysteme, um auch die Breite der Interessenten zu adressieren. Nochmal ganz schematisch dargestellt, weil sich das Vorgehen ja etwas unterscheidet von dem üblichen Vorgehen in der Realisierung von Lerninhalten. Wir haben letztendlich drei Bearbeitungsphasen bzw. Verwendungsphasen. Zum einen eben diese in einem Textdokument gefasste Beschreibung, für die, um das nochmal deutlich zu sagen, eben keine Spezialsoftware notwendig ist. Gleichwohl haben wir natürlich einige unterstützende Tools vorbereitet, die den Autor bei der Erstellung unterstützen. Wir ziehen dann die entsprechenden Plugins, die bestimmte Funktionalität gekapselt bereitstellen, in das System und können damit eben diese abstrakte Darstellung ohne eigentliche Programmierung umsetzen. Diese Dokumente, und es sind Textdateien, die man eben auch sehr gut lesen kann, im Unterschied zu reinem Source Code oder entsprechenden HTML angereicherten Darstellungen, werden dann in einem Cloud-Speicher. Wir verwenden unterschiedliche Formate von den entsprechenden GitHub- oder Versionsmanagementsystemen bis hin zu Dropbox und ähnlichen Plattformen, über die dann ein Zugriff für die Lernenden eingeräumt wird. Das heißt, im Browser wird der Inhalt unseres Beschreibungsdokumentes interpretiert in einer dynamischen Webseite, die also zum Beispiel bei Quizzen auf die Eingaben der Nutzer reagiert, umgesetzt. Das haben wir als native Nutzung beschrieben. Über einen SCORM-Exporter, den wir heute auch sehen werden, ist es zum Beispiel möglich, diese Inhalte direkt in Opal-Kurse zu übernehmen oder über eine weitere Exportschnittstelle in einem PDF-Viewer anzuzeigen, der dann natürlich eine statische Repräsentation ableitet. Die interessante Möglichkeit, die sich dann noch ergibt, ist, da wir jetzt über die Möglichkeit, das voranzutreiben wie eine Softwareentwicklung im Open-Source-Bereich. Sprich, was ich bereits angedeutet hatte, wir publizieren einen Kurs in einem Versionssystem, das die verschiedenen Entwicklungsschritte aufzeichnet und können darüber ein entsprechendes Feedback erlangen, in dem nämlich die Lernenden nicht nur hoffentlich auf Rechtschreibfehler hinweisen, sondern auch in signifikanter Weise dann eine angepasste Form des Inverted Classrooms umsetzen und das kennen Sie sicher alle, nichts macht Studenten mehr Spaß, als den Vortragenden zu korrigieren, ihren Beitrag zu einer kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu leisten. Dass das
funktioniert, zeigt zum Beispiel der aktuelle Kurs im Sommersemester in der Softwareentwicklung. Für den gibt es bereits 159 verschiedene Versionen, die nach und nach generieren von, den meisten Aktivitäten, aber eben auch von 19 Studierenden, die in diesem Semester oder im Semester zuvor teilgenommen hatten und mit kleineren oder größeren Beiträgen die Materialien verbessert haben. Interessant ist auch, dass außerhalb und innerhalb bereits 24 Kopien Stand vorgestern von diesem Kurs erzeugt wurden und anderweitig, nehme ich an, genutzt wurde. Das könnte man sicher auch Materialien dort in anderen Lehrveranstaltungen eingesetzt worden. Genug der Vorrede. Ich denke, der Fluss eines LIA-Skript-basierten Vorlesungsinhaltes ist klar geworden und ich möchte nun an meinen Kollegen Herrn Dietrich übergeben, der jetzt die wesentlichen Ideen mit praktischen Beispielen unterfüttert. Hallo von mir aus Berlin. Vielleicht noch mal kurz zur Zusammenfassung oder was der eigentliche LIA-Skript ist, sodass man theoretisch ohne Programmierfähigkeiten, ohne dass man Kenntnisse haben muss, ohne dass man irgendwie einen technischen Background haben muss, auch in die Lage versetzt wird, hochqualitative Lehrinhalte, freie zu erzeugen, praktisch genauso wie ein Software-Developer. Bloß das Ganze in einer möglichst einfachen, wie gesagt, Notation als Erweiterung von Markdown. Also ich würde jetzt ganz kurz mal kurz meinen Screen sharen. Also noch mal ein bisschen mehr üben können. Das heißt, im letzten Hackathon haben wir sozusagen so einen Online-Editor, CodeIMD, so umgeformt oder umgebastelt, dass der Ganze auch mit LIA-Skript funktionieren kann oder als kollaborativer Editor genutzt werden kann. Das heißt, wir hatten das letzte Mal schon, oder es gibt ein Workshop-Video, das ja auch auf YouTube vorhanden ist. Das werden wir dann verlinken. Das heißt, das geht nochmal so grob die Struktur ein, also wie man einen Kurs erzeugt, wie man den selber hosten kann, selber zum Erzeuger von interaktiven Inhalten werden kann oder Lehrinhalten, aber auch wie man das Ganze zum Beispiel mit Moodle oder wie man daraus Core-Pakete baut und diese mit Moodle hochlädt. Also ich würde jetzt nur mal ganz zu können, also zusätzlich ein paar interaktive Features, die für Sprachkurse vielleicht genutzt werden können, aber auch dann, das war jetzt der größte Teil der Arbeit oder das letzte Update, sozusagen diese automatische Visualisierung von Inhalten oder von Daten. Und dann am Ende werde ich noch ein bisschen was, wenn die Zeit übrig ist oder bleibt, noch kurz erklären erzählen zu den Technologien dahinter. Oder was wir in dem Sinne benutzen. Das heißt, Markdown ist nichts anderes als, hier ist eine Textdatei und wir haben eine Überschrift, die wird immer eingerückt mit zwei, also das ist eine Unterüberschrift. Und wenn wir PowerPoint und Sprache lernen, da hinzufügen wollen zum Beispiel, dann können wir das Ganze natürlich auch einrücken, wie wir wollen. Das heißt, jeweils die Anzahl der Hashtags definiert dann auch immer die Einrückung oder ob es eine Section, Subsection, Subsection ist, etc. Und unterteilt sozusagen unser Dokument. Das heißt, Paragraphen sind ganz normale Texteinheiten. Tabellen sind auch leicht zu erkennen. Also man sieht in dem Sinne, was man schreibt. Man muss nicht HTML verwenden. Das heißt, man muss darauf achten, dass dieser Text dann auch, oder diese kryptisch aussehenden mit zu viel Text dann auch geschlossen werden. Also dann kann es möglichst in einer einfachen, intuitiven Form nutzen oder definieren, praktisch so, wie man das Ganze vielleicht an Schreibmaschine schreiben würde. Und das, was wir halt, ich mache mal kurz eine andere Darstellung, dieser gerenderte Abschnitt aus, mit jeweils erster Absatz einer Tabelle,
jeweils noch diese Unterpunkte, die dargestellt werden. Und das ist zum Beispiel so ein kleines Feature von LiaScript. Das heißt, mit diesen doppelt geschweiften Klammern, das hat immer irgendwas mit Animation, Effekt oder irgendwas zu tun. Das heißt, jetzt sind wir zum Beispiel im Lehrbuchmodus. Das heißt, der Nutzer kann sich dafür entscheiden, ich mag es lieber, Bücher zu lesen. Das heißt, ich möchte das Ganze dargestellt haben, wie ein ganz normales Buch. Aber er kann sich natürlich auch entscheiden, dass man ihm das Ganze interaktiv präsentiert. Und das heißt, wie in meiner PowerPoint-Präsentation sage ich, doppelgeschweifte Klammer in dem Sinne, das taucht als Unterpunkt 1 auf und verlässt den Bildschirm praktisch bei Punkt 2 und das ist Unterpunkt 2. Also das heißt, dieser gesamte Block taucht dann auf. Oder, wie gesagt, das kann man ganz auch einschieben, indem man das aufklappt mit diesen jeweils ausgepackten, geschweiften Klammern. Das heißt, wenn ich meine Darstellung verändere und das Feature, was wir noch im Zusatz hinzugefügt haben, ist zum Beispiel dieses Minus-Minus-Zeichen. Das heißt, das ist die Erklärung zum jeweiligen Unterpunkt. Ups, ich mache mal kurz den Ton oder meine Mikros raus, damit der Ton auch dargestellt wird. Oder ja, damit man den Ton hören kann. Das heißt, wir gehen wieder weiter im Schritt zu Fragment Nummer 1. Zuerst erscheint eine Tabelle. Ich hoffe, das konnte man hören. Und dann eine Liste mit wichtigen Punkten. Das wäre Unterabschnitt 3. Plus, dass wir natürlich weiter da vielleicht noch kleine Informationen aufpoppen lassen möchten oder diese hinwegnehmen oder wieder wegnehmen. Markdown. Произносится Markdown. Дефис. Облегченный язык разметки. Ich mache mal kurz den Ton aus, aber ich glaube, das Ganze erklärt sich selber. Das heißt, ich kann so viele Zusatzattribute oder Texte hinzufügen und die sogar in unterschiedlichen Sprachen definieren, sodass, wie gesagt, man kann einerseits das ganze Plain Text lesen, aber man kann sich es auch wie so eine Art Video präsentieren lassen. Plus, dass man natürlich die Möglichkeit hat, ganz schnell vor- und zurückzuspringen und weitere interaktive Inhalte hat. Das heißt, eine weitere Darstellung wäre vielleicht auch der Präsentationsmodus. Das heißt, ich kann einfach unten als Notizen werden die jeweiligen Inhalte dargestellt, Erklärungstexte dargestellt. So weiter. Da ist noch ein bisschen im Cache noch was Altes drin, aber es gibt noch diese Möglichkeit der Quizze. Das heißt hier Quizfragen. Also es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Quizzen, die wir definiert haben und da haben wir versucht, möglichst eine einheitliche, verständliche Notation zu machen. Das Ganze hier kann man erstmal getrost ignorieren. Das ist Attribut. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel einen Textquiz einfügen möchte, wie hat Ihnen dieser Kurs gefallen? Und Sie versuchen dann Nein einzutippen, das Ganze natürlich falsch. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sowas wie Ja in Großbuchstaben eintippen möchte, dann ist das Ganze auch richtig. Das heißt, wenn ich das Ganze weglasse, kann es mal ausprobieren, dann muss Ja auch tatsächlich in jeweils diesen, also in Großbuchstaben und in Kleinbuchstaben geschrieben werden. Also das ist bloß die Idee dahinter, dass man diese Eingaben, also wer es nicht mag, der kann es auch gerne definieren. Das heißt, man soll das Ganze in Kleinbuchstaben schreiben und dann ist tatsächlich auch Nein die richtige Lösung oder Ja die richtige Lösung oder ich lasse es mir ganz auflösen. Oder ich kann dieses Ergebnis noch weiter anpassen oder testen, zum Beispiel wenn es um die Eingabe von Zahlen geht. Das heißt, wenn jemand 5,5 in verschiedenen Formaten eingibt, so kann man das in diesem zusätzlichen Script-Tag noch überprüfen. Das heißt, hier ist nur ein kurzes Beispiel für ein Multiple-Choice-Quiz. Das heißt, die Kurse oder die richtigen Anfragen oder was geklickt werden muss in diesen Check-Buttons ist schon vorgegeben. Ist natürlich nur gut und super richtig. Oder machen wir es mal so. Gut reicht aus, ich prüfe das. Dann kann ich mir zusätzlich noch Hinweise geben lassen. Die werden einfach wieder, also alles, was mit Quizzen zu tun hat, ist immer in eckigen Klammern. Das kann man sich merken und da kann man sich dann halt, kann man ziemlich komfortabel dann zusätzliche Quizze machen oder zusätzliche Optionen hinzufügen mit gar nicht. Das heißt, jetzt haben wir 4 Optionen, es sind aber nur diese richtig. Hinweise, wie gesagt, wenn ich nicht weiterkomme, kann ich mir diese und das ist jeweils dieses, was in Fragezeichen in doppelteckigen Klammern dargestellt wird. Das Ganze funktioniert in allen Quizzen und
in allen Quiz-Kombinationen, letztes Feature, dann höre ich schon mit Quizzen auf, ist die Möglichkeit, noch zusätzliche Informationen zur Lösung bereitzustellen. Das heißt, wir machen einfach einen Block mit jeweils, definieren das mit Sternchen. In Standard-Markdown würde hier eine Linie entstehen und hier auch eine Linie. Und wenn wir uns das Ganze überprüfen, das ist natürlich richtig, dann kommt noch dieser Inhalt, wird jeweils dargestellt. Da könnte dann auch Text drin sein. Wie gesagt, hier sind Formeln. Das können noch Bilder, Videos, alles, was man sich vorstellen kann, kann tatsächlich genutzt werden. Und man kann das ganze System, das werde ich nachher noch kurz zeigen, natürlich auch ohne Probleme erweitern. Das heißt, wenn es um Interaktivität geht, zum Beispiel im Bereich der Informatik, dann mögen wir es natürlich auch, wenn man diese Sachen, also man spricht über Programmieren, über Code, aber man will das Ganze natürlich auch ausprobieren. Das heißt, und so vorher die Möglichkeit, in Markdown gibt es immer diese Notation der Backticks, also drei Backticks plus die Sprache dazu. Und hier als schließender Block definiert immer so einen Code-Block in einer bestimmten Programmiersprache. Und da war die Frage, warum mache ich das zum Beispiel, wenn es gleich JavaScript ist, nicht auch interaktiv? Das heißt, diesen Code, ich bin im Browser, kann ich auch direkt ausführen. Das heißt, dieser Code ist ausführbar. Und tatsächlich in der Variable s wird Highlight s gespeichert. Das Ganze wird in der Konsole ausgegeben und wir rechnen noch 33 mal 33. Wir können das Ganze noch weiter verändern und variieren. Das geht sogar mit mehr Dateien noch zusätzlich, dass man komplette Projekte anlegen kann. Wie gesagt, es gibt auch Hinweise wie as war, es macht keinen Sinn, wenn ich das ausführe, dann gibt es einen Fehler. Und ich habe hier mein eigenes lineares Versionsmanagementsystem, sodass ich immer wieder zum Experimentieren funktionierenden Status zurückkehren und kann hier einfach weiter programmieren oder kann den nochmal ausführen. Je nachdem, oder mir sozusagen einen neuen ja, eine Repräsentation oder ein neues Element, das ich meine lineare Geschichte der Programmierung, das heißt, jede Veränderung im Code dann ja eingefügt wird. Das heißt, wenn man das zum Beispiel nutzt in der Präsentation als Lehrender, das heißt, seine Folien in JavaScript macht, dann kann man diesen ganzen Code oder sowas, die Studenten haben dann auch die Möglichkeit, ach, hier da drin funktioniert es nicht im Editor, aber hier über Sharing können die gleiche Seite besuchen und können dann genauso programmieren. Das heißt, man kann zum Beispiel in C programmieren, in Python oder in verschiedenen Programmiersprachen. Aber das bietet nicht alles die Sprache. Die Sprache hat aber, oder LiaScript hat die Möglichkeit, noch zusätzliche Features hinzuzufügen. Das heißt, jeder kann in seinem Kurs Zusatzfunktionalität hinzufügen, was Markdown in dem Sinne erweitert. Das heißt, man kann JavaScript ausführen, HTML, CSS in dem Sinne hinzufügen, auf externe Services zugreifen, diese Funktionalität in seinem Kurs speichern. Aber man kann das Ganze natürlich auch, wenn man diesen Kurs irgendwo hat, also wir haben dafür ein paar Beispiele, dann unter GitHub Lia Templates. Das heißt, ich kann mir diese Funktionalität auch einfach nehmen und in einen anderen Kurs einbauen. Das heißt zum Beispiel, wenn wir auf ein Beispiel in der Chemie gehen. Das ist beim letzten Hackathon entstanden. Das ist ein Kekulé-Template. Was im Grunde, also ich weiß nicht, es zeigt irgendeine chemische Struktur an, die ich manipulieren kann, womit ich ein bisschen dran arbeiten kann. Ich kann die ganze speichern oder sonst was. Und das Ganze wird immer nur durch diese Makro-Definition definiert. Also ein Makro ist in dem Sinne eine eigene Funktion, die definiert wurde und es beginnt immer irgendwie mit einem Add-Symbol. Das heißt, hier in dem Sinne ein Molekül definiert, welches, das weiß ich leider gar nicht. Das heißt, das wäre eine Anwendung für Chemie. Das heißt, wie importiere ich das Ganze? Ich kann nochmal ganz schnell nach oben gehen. Hier ist so ein Import-Statement und hier ist passiert nur das, also Import und dann die Inhalte aus dem Verzeichnis Lia Templates, Kekulé.js. Punkt, das ist es. Und alles, was dort implementiert wurde, ist dann praktisch auch für den jeweiligen Nutzer
ja, oder für den Kursschreiber möglich, das Ganze zu nutzen und zu wiederholen. Also man muss nicht immer wieder das Rad neu erfinden oder sich in irgendwelche komplizierten APIs einlesen oder irgendwie selber programmieren, sondern man nimmt einfach nur, der Kurs ist im Idealfall selbst beschreibend, das heißt, die und diese Option gibt es als Template und um das zu erreichen, musst du einfach nur die und die Sachen einbauen oder so diese Kommandos dann benutzen. Das heißt, wir können zum Beispiel auch ins Weitere gehen, wenn es um die Visualisierung der Medizin geht. Das heißt, was ich hier mache, hier gibt es ein Template oder einen Beispielkurs, der unter LIA Templates VTK auf GitHub liegt. Das dauert jetzt ein kleines bisschen, weil hier passiert nichts anderes außer VTK Load und hier wird ein medizinischer Datensatz, ich weiß nicht, ob es CT, MRT ist, entsprechend geladen. Das heißt, das ist dann live in der Präsentation. Man muss nichts machen, man muss nur seinen Datensatz laden. Also wie gesagt, das Template laden oder das Verzeichnis und hat dann Zugriff auf diese Befehle. Und das kann jeder Student dann auch tatsächlich in seinem Handy, Smartphone, Browser oder Laptop dann praktisch auch nachvollziehen oder auch nutzen. Ja, oder wiederholen und dann auch experimentieren. Wenn es um Experimente geht, hier ist ein Beispiel aus dem Maschinenbau. Das hat beim Semesterhack ja schnell ein Mitglied aus dem Maschinenbau, das in unserem Team mitgearbeitet hat, implementiert oder seine Sachen dafür angepasst. Das heißt, hier gibt es wieder eigene Funktionalitäten. Mit AddMac wird das Ganze aufgerufen. Und was habe ich hier? Das ist praktisch nur eine Simulation eines Pendels, wo hier jeweils diese Beschreibung des jeweiligen Systems ist. Plus ich kann natürlich auch die Gravity ausschalten, einschalten, kann danach zusätzlich experimentieren oder Sachen machen. Aber wie gesagt, das heißt, man definiert nur die Parameter seiner Simulation, hier zum Beispiel in dem Sinne, und diese zusätzlichen Sachen, das heißt JavaScript, CSS etc., so andere Funktionalitäten, wie muss ich das integrieren oder sowas, um die muss ich mich nicht kümmern. Das heißt, für die gibt es idealerweise ein Template, das importiere ich und kann diese ganzen Sachen dann auch für mich nutzen. Das Ganze natürlich noch als Beispiel für die Mathematik, als Computer-Algebra-System. Ja, kleine Beispiel für Lösung Fakultät 60 oder aufgelöst diese Gleichung. Kann jeder selber probieren oder Fakultät 600 einfach mal zum Testen. Also man kann auch eine ganze Menge damit rechnen oder Integral lösen oder definieren. Das dauert ein bisschen. Ich weiß nicht, also wie gesagt, die Möglichkeiten sind mannigfaltig und wenn jemand eine interessante Bibliothek hat oder gerne eine Funktionalität, die irgendein JavaScript-Framework oder eine Bibliothek zur Verfügung stellt, haben möchte, so kann er sich auch gerne an uns wenden. Und wir versuchen das Ganze natürlich dann so aufzubereiten oder auch zu arbeiten in Form eines Templates, sodass es wirklich jeder nutzen kann. So viel dazu. Jetzt zu den letzten Änderungen. Das heißt, was noch nicht publiziert wurde über LiaScript. Das heißt, wir haben den nächsten Abschnitt zum Beispiel Fun mit Sprachen genannt. Und da war die Idee, es hat sich jemand, der Sprachen unterrichtet oder Deutsch unterrichtet, hat tatsächlich genutzt und hat diesen eigenen LiaScript-Kurse geschrieben. Plus, da gab es diese Möglichkeit, dass ja selber das Ganze vertonen oder musste das Ganze selber vertonen. Und da war die Idee, wir erweitern die Sprache ganz einfach. Wir haben ja schon Text-to-Speech integriert. Warum das nicht auch so machen, dass tatsächlich jeder on demand oder unter einer Bedingung zu setzen, das heißt, machen kann. Das heißt, wir haben wieder diese geschweifte Klammer, doppelt geschweifte Klammer, etwas aufgebohrt. Das heißt, hier gibt es in dem Sinne sowas wie ein, kann sich jeder vorstellen, ein Play-Button. Und was das Ganze macht, ist... Hallo und willkommen zum LiaScript-Sprachkurs für Fortgeschrittene. Den ganzen Kurs und den Inhalt, der darunter ist, einfach nur vorzulesen. Das Ganze kann man auch erweitern, indem man hier wieder die Animationssachen hinzufügt. Das heißt, wann das Ganze erscheint und wann nicht. Oder selbst den Text verändern, sodass sich der Text auch während der Animation, also mit Hilfe von Animationen verändert. Das geht natürlich auch. Und so ist er unterschiedlich vorgelesen wird. Oder das Ganze auch mit unterschiedlichen Sprachen. Hello einfach. And welcome to the LiaScript Language Course for Advanced Learners. Vorstellen. Also kann nachher jeder mal herumexperimentieren, zusätzliche Texte verändern oder die Sprachen. Hier das Ganze natürlich vielleicht, wie man das Ganze einsetzen könnte, um sprechen zu lernen oder Sprachlabore. Das heißt, wir packen wieder
unser geschweiften Klammern. Das sieht ein bisschen kompliziert aus. Die Tabelle ist auch ein bisschen groß. Die geht über den Bildschirm. Deswegen wird das so dargestellt. Aber was hier passiert ist in dem Sinne, dass wir eine ganz normale Markdown-Tabelle haben mit Englisch, Deutschen, Russischen, Arabischen. Hier unterscheidet sich jeweils anscheinend die Grammatik. Oder unterschiedliche Verben werden gebildet in dem Sinne, ob es männlich oder weiblich ist. Das Ganze haben wir in dem Sinne auch vertont. Oder nicht vertont, sondern einfach nur erweitert mit dieser Notation. So. I go. Ich gehe. Я хожу. Also kann dann jeder experimentieren und tatsächlich so auch, glaube ich, einfach Beispielsachen irgendwie oder Texte generieren oder das Ganze auch mit Quizzen verbinden zum Beispiel, sodass es möglichst jeder nutzen und leicht erweitern kann. Das heißt, wenn ich hier einfach die Verben ändere, dann muss ich hier einfach nur zum Beispiel dauert ein bisschen, der Text hat sich geändert, plus ich ging. Wie gesagt, also einfacher, glaube ich, war die Bearbeitung nie. Wenn das ein bisschen nicht schön aussieht in dem Sinne, weil es überladen ist, man kann das Ganze auch viel einfacher halten, indem man hier, nur als kleines Beispiel, diese Makronotation benutzt. Das ist in dem Sinne einfach nur eine Textsubstitution oder Ersetzung. Das heißt, wenn add en für Englisch steht, wird ersetzt durch das Makro Play, wobei UK English ja als Stimme gegeben wird, das muss jetzt auch keiner verstehen, und der Inhalt, dann wird dieser Funktion übergeben und die wird dann so repräsentiert. Die sorgt einfach nur dafür, dass der Text ausgeblendet ist. Und dann habe ich das ich gehe. Gleiche und habe das Ganze so für den Nutzer vielleicht versteckt. Ups. Я хожу. Hat ein bisschen gedauert. Und als letzten Schritt oder als letzten Entwicklungsschritt würde ich gerne auf die Visualisierung von Inhalten eingehen. Das Problem, das wir vor allem auch in der Wissenschaft haben oder was wir sehen, also ich habe es vor allem jetzt gesehen, indem ich Datensätze gesucht habe, also man kommt an diese Primärdatensätze gar nicht mehr ran. Das heißt, man hat entweder die Publikation, hat dann ein Diagramm und es gibt tatsächlich Programme oder Online-Services, die es einem ermöglichen, diese Bilder zu analysieren und zu parsen und dann wieder diese Primärdaten vielleicht daraus zu generieren. Wenn ich jetzt ein Histogramm habe oder eine Verteilungskurve oder irgendwie einen Linienzug oder so. Aber im Grunde will ich aber beides haben. Das heißt, wenn ich publiziere oder vielleicht meine Inhalte mit LiaScript publiziere, dann wäre das doch schön, wenn es automatisch geht. Das heißt, hier ist bloß so als kleines Gimmick, kann man sehen, man kann auch mit ASCII-Art Diagramme zeichnen. Das heißt, die werden jeweils so dargestellt, können damit experimentieren, Sachen ausschalten, hereinzoomen, wieder herauszoomen. Und das Ganze auch vielleicht in einer anderen Darstellung sich anzeigen lassen, damit herumspielen. Das heißt, wir haben hier einmal aus dem ASCII-Darstellung des Diagramms die Werte extrahiert und in eine bessere visuelle Darstellung portiert. Das ist natürlich schnell und einfach, dass man im Text auch solche, so gesagt, Visualisierung generieren kann. Oder schnell, ja, man sieht direkt im Text, wie gesagt, man malt mit der Schreibmaschine und sieht, was passiert. Aber wie gesagt, der gleiche Datensatz kann natürlich auch als Tabelle dargestellt werden. Das heißt, und hier war die Idee, also ich möchte nicht jeden zwingen, praktisch zusätzlich irgendwelche Programme zu nutzen, um irgendwelche Daten zu visualisieren, sondern die Idee ist einfach nur, es gibt einen Hinweis. Das System ist mittlerweile so klug, dass es anhand der Struktur der Tabelle versucht zu identifizieren, wie kann ich das geeignet darstellen. Ich habe geeignete Literatur gesucht, wurde nicht so fündig. Sodass wir selber untersuchen mussten und experimentieren mussten, was kann man eventuell wie darstellen oder was meint man, wenn man die Tabelle so oder so definiert, was wäre die geeignetste Darstellung in dem Sinne. Das heißt, man muss als Nutzer oder wenn man einen Kurs kreiert, sich jetzt nicht mit Statistik oder irgendwelchen anderen Tools auskennen, sondern man muss einfach nur seine Primärdaten tatsächlich versuchen, in diese Tabelle zu legen. Und das, was passiert, hier wird zum Beispiel erkannt, das kann ich als Linien Plot darstellen. Das heißt, hier gibt es noch diese zusätzliche Option hier oben. Und wenn ich da drauf drücke, dann habe ich praktisch das gleiche oder das ähnliche Diagramm, nur dass ich hier nicht auf die Farben einhergehen kann, generiert.
Das heißt, wenn mir das gefällt, dann kann ich das tatsächlich auch als Gimmick herunterladen und öffnen, das vielleicht in meinen originalen Markdown oder sowas einbinden. Also wie gesagt, die Idee, was kann man zusätzlich aus diesen Daten noch holen? Das heißt, wir gehen vielleicht ein bisschen weiter. Also den Teil werde ich jetzt in einem anderen Splitscreen-Modus zeigen. Das heißt, wir veröffentlichen das Dokument einfach mal im Kodi MD. Ich gehe auf Spaß mit Tabellen, die Darstellung. Linienplot. Das heißt hier, das Ganze vielleicht, also wie gesagt, das mache ich, weil ich noch nicht die Zeit hatte, den Kodi MD Editor auf die neue LiaScript-Version anzupassen. Das heißt hier, in dem Sinne, hier gibt es mehr Funktionalitäten, die hier noch nicht, wenn ich das so darstelle, noch nicht geboten werden. Aber das zum Beispiel, typischer Plot von irgendwelchen Linien, das heißt hier der Anteil, der an Bildung von den jeweiligen Ländern ausgegeben wird, im Verhältnis zum GDP für ein Bruttoinlandsprodukt, ich weiß nicht, oder in dem Sinne hier so die Primärdaten. Das heißt, man muss sich aber nicht selber kümmern. Das heißt, das wird schon automatisch dargestellt, aber ich kann auch immer wieder zurückkehren. Oder aber diese Form der Darstellung. Das heißt, wird schon gezeigt, das ist ein Bar-Chart, das wird automatisch wieder erkannt. Das heißt, ich habe eine obere Spalte, die mir vielleicht irgendwelche Klassen definieren und hier diese oder Kategorien oder Eigenschaften. Das heißt, für Maus, wie ist das jeweilige Gewicht, die Dauer des Lebens oder wie viele, ich weiß nicht, ich glaube, das hat was mit Gen zu tun, Mitogen oder hier das jeweilige Tier hat, so ein Vergleich dazu. Das heißt, und was ist hier die geeignete Darstellung? Wir haben hier keine Zahlen, sondern Kategorien oder Klassen oder Strings und können das Ganze auch so darstellen. Das heißt, wir können damit experimentieren, können Sachen wieder ausklicken und nur die Zahlen vergleichen oder aber, um das Ganze noch ein bisschen interaktiver zu machen, das heißt hier die Tabelle, die kann man auch sortieren, zum Beispiel ich möchte gerne wissen oder meine Daten sortiert haben nach dem schwersten oder nach dem Gewicht, das heißt, welches Tier wiegt am meisten und ist tatsächlich das Schaf. Dann kommt der Mensch, dann das Flying Squirrel, fliegende Eichhörnchen, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, was auch immer. Oder das Ganze vergleichen mit der Lebensspanne. Das heißt, die geringste hat die Maus, das Ganze sieht man kaum. Wir klicken mal die anderen Sachen weg und können das Ganze wieder darstellen oder können das Ganze so analysieren oder untersuchen. Einfach nur, und im Grunde, wir haben nichts gemacht, wir haben nur unsere Tabelle jeweils so definiert, in dem Format, also was, glaube ich, die natürlichste Form ist, wie man das machen würde. Und daraus wird automatisch diese Form, dieses Diagramm generiert. Gehen wir zum Beispiel ein bisschen weiter, so als Feature. Das heißt, wie sieht eine Tabelle aus, die praktisch ein Barchart wäre, wo man die jeweils aber nur eine Zeile hat. Das einzige Logische, was sich hier oder für mich ergibt oder für uns ergeben hat, ist praktisch das Ganze als Pie-Chart darzustellen. Das heißt, man kann das Ganze nochmal durchsuchen, vielleicht Sachen heraus auswählen, zusätzlich analysieren. Und hier, um das Ganze noch etwas interaktiver zu machen, zum Beispiel hier ist die Darstellung oder hier wird in der Darstellung werden wieder diese Inline-Effekte genutzt. Das heißt, die Tabelle verändert sich. Ich nehme mal Markdown. Произносится Markdown, дефис, облегченный язык размер. Hier ist noch ein kleiner Bug, das heißt, der puffert noch irgendwas vor. Aber in dem Sinne, also die Tabelle im ersten Schritt, klicke ich in meinem Segment weiter, werden die Daten für 2014 zum Beispiel dargestellt, mit jeweils anderen Werten, weil sich das Musikverhalten der Studenten zum Beispiel geändert hat. Wenn ich mir das Ganze darstellen oder anzeigen lassen möchte, warum sollte das nicht auch tatsächlich so sein? Also das heißt, man verknüpft das Ganze mit Text, hat zusätzlich diese Visualisierung der Daten oder mit gesprochenem Text hat diese Visualisierung der Daten und ich glaube, solche Sachen wären schon ziemlich schwierig, also wenn man das auch nur in PowerPoint versuchen würde. Aber hier ist es praktisch, es kommt alles out of the box. Das heißt, man muss sich als Entwickler überhaupt nicht darum kümmern, sondern seine Daten oder die Daten für den Kurs werden auch automatisch angezeigt.
Das heißt, es gibt natürlich auch noch andere Visualisierungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel hier in diesem Radar-Plot. Das heißt, die machen, hier hätten wir das Problem, wenn wir das als Bar-Chart darstellen. Das heißt, hier, wir haben eine Skala zum Beispiel mit 0, irgendwas Kilogramm Gewicht oder mit ein paar Gramm, haben aber hier andere, wie sagen, Y-Werte in dem Sinne. Das heißt, die Lebensspanne geht bis 30 oder haben irgendeine Zahl, die bis 59 hochgeht. Das heißt, wir würden das in einem normalen Bar-Chart vielleicht gar nicht erkennen. So, wie gesagt, das bleibt ausgeblendet, wir müssen es analysieren. Das heißt, hier kann man diese Klassen aber wenigstens noch in so einem Radardiagramm so jeweils darstellen oder vergleichen. Das heißt, die jeweiligen ja, Y-Werte sind jeweils anders skaliert. Das heißt, mache ich hier noch zum Beispiel etwas hinzu, wie okay, ich sehe gerade, ich muss mich beeilen. Also wie gesagt, das Ganze kann man nach hinten noch erweitern. Ja, und jeweils kriegt ihr mehr Achsen oder sowas oder ein Fünfeck, Sechseck etc. Das Ganze noch als Beispiel. Hier habe ich ein bisschen getrickst. Das heißt, wenn man als Nutzer kann man auch tatsächlich, ich möchte einfach nur per Datentyp, es soll als Heatmap dargestellt werden, kann man das Ganze auch vordefinieren. Eine Heatmap wird automatisch erkannt, wenn in der Tabelle jetzt zum Beispiel hier Zahlen sind und hier Zahlen. Das heißt, es sind X-Werte, Y-Werte, die irgendeinen Wert haben. Dann wäre das automatisch eine Heatmap, aber weil wir hier oben die Monatsnamen haben und das gerne in der ja, darstellen möchten, so können wir diese ganze automatische Auswahl auch überschreiben. Und so und wieder experimentieren, uns irgendwelche Daten anschauen oder filtern und gucken, was wir wollen. Als letztes, okay. Wie ist das Pro-Kopf-Einkommen oder nicht Pro-Kopf-Einkommen? Wie viele Internetnutzer gibt es prozentual gesehen in den Ländern von in Europa? Das Ganze mit, aha, Vatikanstaat angefangen ist der erste und dann, ja klar, Island benutzen nur über 99% der Leute haben Internet. Das heißt, es kann, wir haben das als Bar-Chart, okay. Was wahrscheinlich auch interessant wäre, wäre das Ganze als Kartendarstellung. Das heißt, ich aktualisiere das mal ganz kurz. Was hier passiert ist nur, ich definiere einen anderen Typen und gebe noch zusätzlich eine Quelle hinzu. Das heißt, hier kann man sich merken, also der Link steht hier oben. Das heißt, wenn man solche GeoJSON-Daten für Karten oder etc. benötigt, dann gibt es auch online verschiedene Quellen, sodass man einfach nur auf diese jeweiligen Daten verlinken muss. Wenn wir uns das Ganze als Karte darstellen lassen, ja, dann sehen wir, dass in Deutschland 96% der Leute Internet nutzen. Wie gesagt, man kann experimentieren, das Ganze noch verändern oder sowas oder mit seinen Daten spielen, ohne dass man eigentlich dafür irgendwie programmieren muss, sondern das System macht das, ja, wie gesagt, automatisch. Und als letztes Beispiel bloß diese Darstellung von Graphen. Das heißt, wenn Spalte und Kopf gleich sind, dann könnte das vielleicht ein Graph sein oder eine Adjazenzmatrix darstellen. Das heißt, hier einen ungerichteten Graphen oder die jeweiligen Verknüpfungen sind unterschiedlich. Das heißt, wir haben automatisch einen gerichteten Graphen erzeugt. Können das Beispiel jeweils mit den Kantengewichten und sowas experimentieren. Und als letztes zur Visualisierung von vielleicht Daten oder Materialflüssen oder wohin das ganze Steuergeld geht, kann man diese Sankey-Darstellung oder Sankey-Diagramme nutzen, die nichts anderes machen als, also so ein gerichteter Graph, wo jeweils die Mengen noch aufgeteilt sind. Wenn wir uns das Ganze anzeigen lassen, dann ja, wissen wir jetzt genau, wie viel von A nach B fließt und wie viel direkt nach E oder sowas und können das Ganze dann besser nachverfolgen. Das gesagt, so jetzt, wo alle wissen, wie man LiaScript-Dokumente oder Kurse erzeugt. Die möchten natürlich auch gerne das vielleicht irgendwie hochladen, irgendwo hin. Das passiert wo? Ups. Es gibt zwei Webseiten, liascript.github.io/Kurs oder liascript.io /Kurs. Das heißt, das ist hier. Also wenn man das sieht, ich befinde mich hier auf dieser Webseite, Kurs dahinter. Und dahinter ist nichts anderes als der Link auf das jeweilige Markdown-Dokument. Das heißt, idealerweise würden wir das bei GitHub hochladen. Das heißt, wir laden das danach nochmal auf unseren LiaScript
Projektverzeichnis oder das Repository oder das Verzeichnis Workshop hoch. Das heißt, dort ist nichts anderes als wirklich diese Textdatei plus die Bilder. Wenn Sie oben den Link hier einfügen, dann wird das Ganze jeweils als Kurs für Sie dargestellt. Das Ganze kann natürlich auch nach Moodle exportiert werden oder per Dropbox, wenn ein öffentlicher Link dazu erzeugt wird. Das heißt, jeder kann seine Kurse wirklich selber erzeugen, mit seinen eigenen Lizenzen versehen und die mit den Leuten teilen, mit denen er das möchte. Das heißt, er gibt wirklich, erzeugt nur so eine URL, und was der Browser dann macht oder diese Webseite ist, die holt sich einfach nur diesen Inhalt, diese Textdatei, und versucht die gleich just in time dann tatsächlich darzustellen. Und wir versuchen, und jetzt vielleicht nochmal als Unterschied zu dem Ganzen, zu anderen Webseiten. Das heißt, das Ding hier ist tatsächlich keine Webseite mehr, sondern das nennt man also Progressive Web App. Das heißt, es ist eine Webseite, die auch offline funktioniert. Das heißt, hier oben gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, auf Index zu wechseln. Und hier sind alle Kurse dann gespeichert, die ich schon mal besucht habe, jeweils geordnet nach der Reihenfolge, wann ich sie besucht habe. Und ich kann das vielleicht mal kurz zeigen, indem ich Google öffne. Also wenn ich jetzt das Internet ausmache, das ist natürlich, das funktioniert nicht, aber es gibt diese Möglichkeit, dass ich bei der Application, also hier, um das Ganze zu demonstrieren oder zu zeigen, für diese Webseite praktisch nur offline schalte. Was passiert bei Google? Ich starte das neu, ich habe kein Internet. Das heißt, ich muss tatsächlich warten, bis das Internet wieder funktioniert, um mir meine Lehrinhalte mit meinem Server zu verbinden, um vielleicht mit meinem Moodle-Kurs weiterzumachen. Das heißt, wenn ich irgendwo mit der Bahn bin, unterwegs bin, oder vielleicht auch in einer Region, wo es einfach schlechtes Internet gibt. Das heißt, wenn wir das Ganze hier machen, die Webseite auch auf offline, lade das Ganze neu, was passiert? Es wird der aktuelle Stand geladen. Das heißt, diese ganzen Informationen, welche Kurse besucht werden, die werden vorgecached. Ich kann auch wieder den Kurs öffnen. Der wird aus dem lokalen Cache geholt. Also die roten Informationen sagen nur, dass er irgendwelche anderen Sachen nicht laden konnte, aber habe so Zugriff auf tatsächlich alle meine Elemente, kann die Quizfragen wieder ausführen etc. und braucht dafür keine zentrale Rechnerarchitektur oder keinen Server in dem Sinne im Hintergrund, der für mich das Ganze organisiert. Plus, wenn man das natürlich vergleicht, welche Möglichkeiten man hat, die einem eine PWA liefern oder bieten, dann hat man noch, wie gesagt, offline first. Das Ganze kann man auch, also diese App, diese Webseite, wenn Sie die von Android oder sowas auf Android aus ausführen, dann wird Ihnen auch diese Möglichkeit gegeben, das Ganze wie eine native App zu installieren. Das heißt, und das ist in dem Sinne nur LiaScript, ist einfach nur der Container, der Reader für LiaScript-Kurse, die jeder erzeugen kann und mit jedem teilen kann. Wie gesagt, weil sie als Textformat oder einfachen Textnotation da ist, kann sie auch jeder weiter verarbeiten, Sachen hinzufügen, bessere Bilder, Animationen nutzen, das Ganze übersetzen und mit anderen Leuten teilen, je nachdem. Plus, was vielleicht auch interessant wäre für andere App-Entwicklung, man hat Zugriff auf, wenn man das Ganze auf dem Handy nutzt, auf die Sensoren. Das heißt, hier kann man tatsächlich JavaScript-Code ausführen, der auf das Gyroskop, den Temperatursensor oder Lichtsensor etc. zugreift oder auch auf diese GPS-Position. Also ohne, dass man tatsächlich eine native App schreiben oder entwickeln muss. Das heißt, man muss kein Java können für Android oder keine App für iOS oder für Windows das Ganze programmieren, sondern das Ganze funktioniert einfach nur nativ im Browser, in jedem Betriebssystem. Und wie gesagt, passiert auch. Sieht auch hoffentlich gut aus auf allen möglichen, in allen möglichen Formaten oder Darstellungen. So viel erstmal dazu. Ich glaube, ich würde erstmal schließen und wir könnten dann mit Fragen weitermachen. Genau, ich würde noch kurz den Einwurf geben, dass der Editor, in dem Herr Dietrich gearbeitet hat in der Zeit, dass das
auch ein öffentlich zugängliches Tool ist, auf dem auch mehrere Autoren zur gleichen Zeit vergleichbar mit einem Google Docs Dokument arbeiten können. Das hat sich bei uns bewährt, insbesondere wenn wir jetzt mit den Kollegen aus der Nicht-Informatik zusammenarbeiten, dass wir dann die Fragen konkreter beantworten können oder durch die gemeinsame unmittelbare Arbeit die Problemstellungen besser auch identifizieren können. Das Ganze ist, ich kopiere gleich noch die Links auch in den Chat hier unten rein, steht auch bei Ihnen zur Verfügung. Man kann sich da einfach probehalber mal anmelden und da ein wenig experimentieren mit den Features. Da aber, um das nochmal deutlich zu sagen, es hat noch einen experimentellen Status. Ich würde nicht dort jetzt beginnen, meine gesamten Lehrinhalte drauf zu bearbeiten. Dafür gibt es, und das schicken wir auch gleich nochmal in die Runde, die entsprechenden Offline-Methoden, die dann schon ausgefeilter sind und auch mit einer hohen Verfügbarkeit gegeben sind. Sorry. Ich hatte mein Mikro noch oder meinen Kopfhörer noch draußen. Ich wollte noch kurz was zeigen, weil es die Frage gab, wie man zum Beispiel Formeln darstellen kann. Also wenn man unter YouTube auf LiaScript sucht, dann gibt es verschiedene Lehrvideos zu diesen jeweiligen unterschiedlichen Einheiten oder was LiaScript dann bietet. Das heißt, man kann einen Crashkurs, den Playlist starten und kann dann so Stück für Stück, kriegt man dann beigebracht, also wie man Kurse mit LiaScript erstellt. Plus hier gibt es noch diese Möglichkeit, wie man Formeln, mathematische, in dem Sinne mit KTech benutzt. Das heißt, hier wird einfach bei uns bloß die Formel mit $$ eingeschlossen und dann wird sie jeweils als Formel mathematisch gerendert oder so dargestellt. Gut, wenn das jetzt von den Inhalten so erschlagend war, dass man zunächst erstmal in Ruhe bestimmte Sachen nochmal nachlesen möchte, dann würden wir uns freuen, wenn im Nachgang noch, wenn noch Fragen auftreten, sie auf uns zukommen und wir dann gemeinsam darüber diskutieren, wie gegebenenfalls auch Features integriert werden können, die für Ihre Lehre noch interessant werden.